Die tierärztliche Praxis Ottersberg umfasst die drei Fachbereiche Klein- und Heimtiere, Pferde und Nutztiere. Heute engagieren sich fast 50 Mitarbeiter mit Kompetenz und Erfahrung an 365 Tagen im Jahr für Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere. Als eine der ersten Tierarztpraxen führte sie 2015 die Wirtig-Zeiterfassung ein. Anlass waren der zunehmende Kontrolldruck und die Chancen, die eine Zeiterfassung für die Praxisführung bietet. In der tierärztlichen Praxis ist es ja bis jetzt so gewesen, dass die Arbeitszeiten doch immer sehr großzügig gesehen wurden von Seiten der Arbeitgeber. Also sprich, es wurde einfach sehr viel gearbeitet, was sich natürlich auch dadurch bedingt, dass wir sehr viel Fahrzeiten in der ambulanten Fahrpraxis, in der Großtierpraxis haben. Und das Problem ist natürlich, dass niemand dann das mal kontrolliert und wir in letzter Zeit in der tierärztlichen Praxis, also jetzt nicht wir speziell, sondern dass die tierärztliche Praxis generell in den Fokus der Gewerbeaufsichtsämter geraten ist, es da auch schon einige höhere Strafen gegeben hat, weil die Arbeitszeiterfassung natürlich eine Aufgabe des Arbeitgebers ist, der sich nicht entziehen kann. Bei der Auswahl der Zeiterfassungslösung waren zwei Aspekte ausschlaggebend. Die Mitarbeiter müssen sowohl in der Praxis als auch unterwegs ihre Arbeitszeiten erfassen können. Und die Lösung sollte in der Lage sein, alle möglichen Arbeitszeitmodelle abzubilden. So war es in der Einführungsphase möglich, verschiedene Modelle zu testen und die Erfassung jeweils an die geänderten Vereinbarungen anzupassen. Wo wir Probleme hatten, war die Einstellung, ab wann die Arbeitszeit gilt. Das war ganz interessant, dass wir morgens um 7 anfangen. Und zunächst haben wir gesagt, es wird halt in Viertelstundentakten kann man nur sich einloggen. Und das war dann schon ein kleines Problem. Also ich habe Leute laufen sehen, die sind noch nie gelaufen vorher, glaube ich. Ganz banal, weil sie einfach wussten, wenn sie um 7 nicht da sind und die kamen immer jeden Tag so 5 bis 10 Minuten zu spät, dann kann ich mich erst wieder um 19:15, da entgeht mir wahre Zeit. War nicht aufrechtzuerhalten, dieses System. Die Leute bei uns, wir waren uns letztendlich untereinander einig, dass es fairer ist, wenn das wirklich minutengenau erfasst wird, weil es natürlich auch Leute gibt, die fangen schon vor 7 hier an. Indem sie die Computer hochfahren, schon mal alle Fenster hochmachen, lüften, also alles, was so morgens vor der eigentlichen Arbeit gemacht wird. Das, für die Leute wäre das natürlich unfair gewesen und ein Nachteil. Von daher wird jetzt minutengenau erfasst bei uns oder sekundengenau. Und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Und soweit ich das weiß und die Rückmeldung von meinen Leuten kriege, die das organisieren, ist das für die TFAs überhaupt kein Problem. Heute erfassen sowohl die tiermedizinischen Fachangestellten als auch die angestellten Tierärzte ihre Arbeitszeiten digital. Die TFA und die Tierärzte in der Kleintierpraxis nutzen hierzu Tablets, um bei Arbeitsbeginn, Pausen und Arbeitsende zu stempeln. Damit die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten ohne weite Wege buchen können, wurden mehrere Tablets im Eingangsbereich und in den Pausen- und Ruheräumen angebracht. Die Mitarbeiter melden sich mit einem NFC-Schlüsselanhänger am Tablet an und buchen die betreffende Arbeitszeit. Das klappt bei den tierärztlichen Fachangestellten ganz hervorragend und war auch ein ganz einfacher Übergang. Sie haben immer Zugriff auf ihre Arbeitszeitkonten. Wir haben eine Dame, die das alles pflegt und die hat da einen recht guten Überblick mittlerweile bekommen. Der Zeitstempel wird sofort auf die Wirtig-Server übertragen, sodass berechtigte Personen, wie beispielsweise die Praxismanagerin, die Buchungen sofort verarbeiten können. Die Arbeitszeitbuchung können wir hier sofort sehen. Kann auch sehen, wer vergessen hat, sich einzustempeln oder abzumelden. Oder das kann man alles direkt nachvollziehen. Wenn die Tierärzte im Nutztier- und Pferdebereich ihre Arbeitszeit beginnen, nutzen sie zur Anmeldung ebenfalls die Tablets im Praxisbereich. Wenn sie die Praxis verlassen und die Kunden besuchen, nutzen sie ihre Smartphones zur Zeiterfassung. Also wir treffen uns morgens in der Praxis zu Arbeitsbeginn und da stempeln wir uns dann ein unter Arbeitsbeginn. Dann arbeiten wir normalerweise etwa bis Mittag. Dann buchen wir Pause. Die geht bei uns etwa 2 Stunden. Nach der Pause treffen wir uns eigentlich wieder in der Praxis. Dort ist dann Pauseende. Und dann erfolgt nochmal die Nachmittagsarbeit. Und auf dem letzten Betrieb, also beim letzten Kunden, wird dann Arbeitsende gestempelt. Es sei denn, man hat Bereitschaftsdienst. Dann würde man in der Mittagspause eben Bereitschaftsdienst einloggen. Und wenn man tatsächlich zum Kunden raus muss, auch Bereitschaftskunde. Genau. So erfolgt das. Und so ist das auch abends, wenn man Bereitschaft hat. Wenn die Mitarbeiter den letzten Kundenbesuch des Tages beenden, buchen sie über ihr Smartphone Feierabend. Das Smartphone übermittelt jetzt seinen aktuellen Standort an die Server und das Wirtig-System berechnet automatisch die Fahrzeit nach Hause. So kann der Mitarbeiter beispielsweise private Besorgungen erledigen, jedenfalls muss er nicht unbedingt heimfahren. Die korrekte Arbeitszeit für die Heimfahrt
wird von Wirtig automatisch seinem Zeitkonto hinzugebucht. Mit Wirtig lassen sich die Besonderheiten jeder Tierarztpraxis berücksichtigen, damit die Erfassung zu den tatsächlichen Abläufen passt und die Zeitabrechnungen den betrieblichen Vereinbarungen entsprechen. Gerade in einer Fahrpraxis mit Notdienstbereitschaft ergeben sich dabei besondere Anforderungen. Speziell Nachtdienste, Bereitschaftsdienste müssen geklärt werden. Wie viel Prozent Arbeitszeit zählen die? Was passiert, wenn der Arbeitnehmer losfährt? Da gibt es immer die Frage, wo melde ich mich am Ende der Arbeit ab? Weil die nicht immer alle wieder in die Praxis zurückkommen, sondern auch vom Kunden direkt nach Hause können. Da gibt es dann eben so ein paar Kniffe, die man nutzen kann, dass man immer beim letzten Kunden dann ab- oder ausloggt und ausbucht und dann der Weg nach Hause noch berechnet wird. In der tierärztlichen Praxis Ottersberg halten sich die Nutz- und Pferdetierärzte während der Rufbereitschaft in der Regel zu Hause auf. Bei einem Notdiensteinsatz fahren sie direkt zum Kunden und buchen ihren Arbeitsbeginn über das Smartphone. Beim Bereitschaftsdienst ist es so, dass wir uns zu Beginn der Bereitschaft einmal einloggen und allgemein uns in den Bereitschaftsdienst einloggen. Und sobald wir dann angerufen werden, um zu einem Kunden zu fahren, wählen wir uns zu Hause über die App ein, die Aussage Beginn, Kunde, Bereitschaft. Und sobald wir dann auf dem Betrieb fertig sind mit der Arbeit, loggen wir uns da vor Ort wieder aus mit Beginn, Ende, Kunde, Bereitschaft und müssen uns dann wiederum aber einloggen in den normalen Bereitschaftsdienst noch einmal, dass wir sozusagen immer noch im Bereitschaftsdienst sind. Und wenn dann neuer Anruf einkommt, würde das ganze Prozedere wieder von vorne losgehen. Und am Ende der gesamten Bereitschaft beenden wir dann einmal auch über die App wieder die Bereitschaft und wären dann sozusagen im Feierabend. Die Zeitbuchungen der Mitarbeiter laufen auf den Wirtig-Servern auf. Die Praxismanagerin prüft die Daten und ergänzt Urlaubszeiten und Krankentage. Am Monatsende werden alle Daten für die Arbeitszeitkonten aufbereitet. Dabei werden alle Arbeitszeit- und Vergütungsregeln berücksichtigt, die zwischen einer Tierarztpraxis und ihren Mitarbeitern vereinbart wurden. Es ist einfach besser nachzuvollziehen, man hat einen besseren Überblick. Und wenn man dann sieht, der eine hat so und so viele Überstunden, dann schickt man den vielleicht schon mal eher nach Hause, dass er frei machen kann. Und das hat man halt alles auf einen Blick. Einmal in der Woche machen wir einen Tagesabschluss, damit man einen besseren Überblick behält. Man könnte das natürlich auch nur einmal im Monat machen, aber ich finde es schöner, wenn man gleich sieht, woran man ist und eben wer nicht da ist. Oder ne, je länger das zurückliegt, desto schlechter erinnern sich ja manche auch dran, was gewesen ist. Dann kann man Unklarheiten gleich beseitigen. Und am Ende des Monats wird noch einmal Monatsabschluss gemacht und da kann man dann konkret sehen, auch wer wie viele Überstunden hat und wo die sich hauptsächlich angesammelt haben. Und es gibt natürlich saisonale Schwankungen. Das ist bei uns ganz extrem in der Stutenpraxis beispielsweise. Da müssen wir natürlich überlegen, fände ich das Endziel, das Optimale, was man erreichen könnte, wäre, dass man ein Jahresarbeitszeitkonto hat und dass die Leute halt im Frühjahr die Überstunden machen, die nötig sind, damit die Praxis eben den Ablauf gewährleisten kann und das natürlich im Herbst ausgleichen können. Die Mitarbeiter können den aktuellen Stand ihres Arbeitszeitkontos und ihren Stundenzettel jederzeit in ihrem persönlichen Wirtig-Mitarbeiterbereich abrufen. Die Mitarbeiter haben alle ihren persönlichen Zugang, da können die jederzeit ihren Stundenzettel einsehen. Alle Beteiligten erhalten größtmögliche Transparenz über die tatsächlichen Arbeitszeiten. Die Bewerber entgegnen uns eigentlich mehr mit Misstrauen. Wenn wir sagen, bei uns wird zu normalen Arbeitszeiten gearbeitet, das glaubt uns erstmal keiner. So, und das muss man eben zurückgewinnen, dieses Vertrauen. Und da ist natürlich die Arbeitszeiterfassung ein ganz wichtiger Punkt.